Die Messe hier heißt ja alles für den Gast. Und was ich besonders spannend finde, ist, dass es den Gast in Zukunft nicht wirklich gibt, beziehungsweise die Zielgruppen immer ungreifbarer werden. Warum ist das so? Weil sich die Lebensstile der Menschen vervielfältigen. Je nach Lebensphase hat man ganz andere Bedürfnisse. Ich sage auch immer gerne, das Familienmusterzeitalter geht zu Ende. Und deswegen ist es gar nicht so einfach, sich da festzulegen. Ich denke, grundsätzlich ist es so, dass sich Arbeiten, Reisen, Wohnen immer mehr vermischt und es da zu unterschiedlichen Interaktionen kommt. Und das ist schon ein Punkt, den die Destinationen, die Hotels, die Gastro mit berücksichtigen können in Zukunft. Also mein Tipp wäre eben, nach dem, was ich jetzt gesagt habe, dass sich Arbeit, Freizeit, unterwegs sein immer mehr vermischt, dass man solche Angebote auch mitdenkt. Also sprich, ich werde vielleicht Menschen immer häufiger bewirten, die zum Urlaub da sind, die aber auch eine längere Phase vor Ort arbeiten möchten. Wie ist da die Infrastruktur? Habe ich da wirklich vielleicht Räume der Begegnung oder Räume des Arbeitens, die ich anbieten kann und eben nicht nur einen kleinen Schreibtisch mit funktionierendem WLAN zum Beispiel? So, dass man auf keinen Fall jeden Trend mitmachen muss oder sollte. Ich plädiere ganz stark dafür, dass man schaut, was passt zu uns, was nehmen wir auch aus der Vergangenheit mit in die Gegenwart und was können wir Zukünftiges damit gut zu verknüpfen. Ich denke, dass diese One-Fits-All-Lösung, also Schema-F-Lösung, sich immer weniger spielt, sondern dass die Destination ja wirklich davon lebt, wenn man eine einzigartige Mischung zusammensetzt und sich selbst dabei treu bleibt. Ich glaube, dass hier ein sehr starkes Ausbremsen stattgefunden hat. Also Tourismus ist eine der Branchen, die immer nur nach oben gegangen ist, weltweit. Das ist natürlich erstmal heftig für alle Beteiligten, wenn es ausgebremst wird, weil man das schlichtweg nicht gewohnt war. Ich denke aber, dass es wichtig und notwendig war, weil das System teilweise schon ein wenig überhitzt war und weil es nun mal in der Natur des Menschen und von Unternehmen liegt, dass man sich vielleicht nicht wirklich aber ein bisschen hinterfragt oder im positiven Sinne verändert, wenn der Druck von außen nicht gegeben ist. Und so hat die Pandemie aus meiner Sicht nichts Neues hervorgebracht, sondern die Dinge sichtbar gemacht, die davor schon in kleinerer Nuance da waren und die sich die meisten aber nicht wirklich angeschaut haben oder sich auseinandersetzen wollten. Und die sind im Positiven wie im Negativen jetzt einfach nach oben gekommen. Und jetzt gilt es, die Ärmel hochzukrempeln, die Hände wirklich zu nehmen, also in die Praxis zu gehen und die neuen Ideen vielleicht auch in Konzepte umzusetzen. Also auf der einen Seite Stichwort Fachkräftemangel, wie gehe ich mit Mitarbeitern um? Das ist ein Thema, das schon länger präsent ist, aber jetzt so richtig nach oben kommt. Aber auch eben, wie verändert sich die Lebensführung von Menschen und welche neuen Konzepte kann ich da integrieren? Ganz sicher nicht so wie vor der Pandemie. Das gab es auch noch nie, dass sich die Welt quasi wieder in einen Zustand zurückversetzt hat, der irgendwann mal da war. So funktioniert das Leben nicht und so funktioniert Zukunft nicht. Es ändern sich wirklich tiefenstrukturell einige Dinge und ich würde aber sagen, dass wir das offen und neugierig aufnehmen, wie ich überhaupt finde, dass die Neugierde ein guter Zugang ist, um sich mit der Zukunft auseinanderzusetzen und auch Dinge umzusetzen, eben nicht in Angst, Schockstarre oder Ablehnung zu verfallen, sondern wirklich zu überlegen, ja, die Dinge verändern sich, es wird nicht mehr so, wie es früher war, aber wir haben jetzt auch eine gute Möglichkeit, neu zu sortieren und unsere Arbeit neu danach auszurichten und es kann auch eine sehr freudvolle Sache sein. Ja, vollkommen richtig. Österreich, das muss ich hier keinem erzählen, hat eine unfassbar lange, tief verwurzelte Tradition im Gastgewerbe. Und das ist ein Asset, das unbedingt sich, also es ist wichtig, sich dessen bewusst wieder zu werden und da auch mit einem guten, gesunden Selbstbewusstsein an die Sache heranzugehen. Und da sind wir eben bei diesem Spannungsfeld, sich nicht darauf auszuruhen. Ich glaube, die Zeit ist auch vorbei, dass man sagen kann, ja, wir haben das und das reicht jetzt erstmal. Und vielleicht auch gerade traditionelle Branchen neigen dazu zu sagen, bei uns ist eh alles gut, alles was Neues interessiert uns nicht, wir sind gut zurechtgekommen, weil man wird früher oder später von dem Wandel überrollt. Also Veränderung findet statt, wenn wir nicht mitmachen, dann eben ohne uns. Das ist auch immer so eine Aussage, die nun mal stimmt. Und deswegen gilt es jetzt zu schauen, was
passt zu mir, was kann ich integrieren von irgendwelchen Begebenheiten, Trends, die jetzt neu da sind und wie kann ich mich langsam danach ausrichten. Ich bin da auch eine große Befürworterin davon, über Generationen hinweg miteinander zu sprechen, sich an einen Tisch zu setzen und erstmal undogmatisch und offen und praxisbezogen an die Sache ranzugehen.